Moin Moin und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge. Ja, es geht heute erstmals einmal darum, dass ich euch so ein paar Dinge sage zu dem Büffelfisch, also zu dem Monster sozusagen in dem See hier. Und zwar, ihr habt ja hier allgemein diese ganzen Seerosen. Hier vorne ist so ein Punkt, sage ich jetzt mal, wo ihr die grüne Markierung seht. Da Pi mal Daumen könnt ihr hinwerfen und könnt gerne bis auch meinetwegen 24 Meter randrehen. Meinetwegen auch bis 27 oder 26, 28 Meter, 34 Meter. Ihr müsst mal schauen und ein bisschen ausprobieren auf jeden Fall. Aber so in diesem Bereich ungefähr befindet sich auf jeden Fall das Monster sozusagen in diesem See. Was macht ihr zuallererst? Zuallererst habt ihr eine Aufgabe, wo ihr sozusagen erstmals Sehne aus dem See herausholen müsst. Das macht ihr ganz einfach. Hier hinten ist so ein Seerosenkomplex. Da ballert ihr einfach ein paar Mal durch, müsst 5 so eine Komplexe insgesamt sammeln, also so eine Sehne sammeln. Und dann habt ihr oder dann wird eine durchsichtbare Schnur sozusagen produziert. Diese wiederum haut ihr bei euch auf Rolle rauf. Des Weiteren, die habe ich jetzt nicht mit, aber die habt ihr dann nachher. Des Weiteren ist es so, dass ihr die Tiefe so Pi mal Daumen einstellen könnt, so bei 1, ich sag mal 1,60 bis 1,67 kann man sich so ein bisschen durchprobieren. Ich hatte ihn tatsächlich bei 1,67 nachher gehabt. Einsehaken und Grießkügelchen. Das ist so diese ganze Geschichte. Achtet darauf, ich habe es zweimal probiert. Einmal mit einer Angel, beziehungsweise auch mit einer Rolle, die nur bis 2, noch was Kilo war. Ist möglich, ne? Mein Mann hat es geschafft. Ich wiederum habe es nicht geschafft, weil es war auf einmal zu viel Sehne weg. Am Ende angekommen, durch war das ganze Ding. Jetzt habe ich hier eine, sage ich jetzt mal Angel, die zwischen 3 bis 8 Kilo ausgelegt ist, mit einer Bremskraft von 4,75. So ist das quasi jetzt einmal aufgebaut alles. Des Weiteren kann man oder kann ich euch raten, also ihr habt die Möglichkeit ja auch vorzuspulen in dem Spiel. Ich persönlich habe jetzt alle beide Fische, plus von zwei weiteren weiß ich es auch, immer, wenn ihr bei der höchsten Weisheit anfangt und dann in der im abflauenden Bereich. Das heißt, wenn ihr also jetzt gespawnt seid und ihr habt jetzt keine Beißzeit, wo ihr sagt, ach, man könnte es hier probieren. Ich persönlich würde es aber hier zum Beispiel jetzt empfehlen. Wie kommt ihr in diesen Bereich rein, dass ihr Zeit vorspulen könnt? Wenn ihr es nicht wisst, ihr drückt auf T, könnt es dann dementsprechend einfach anklicken, wo ihr hin wollt, ja, und sagt Zeit vorspulen, könnt ihr einmal eine Stunde kostenlos direkt machen. Gar kein Thema. Ja, positioniert das denn auch gerne, haut hier nachher so einen Ständer hin, legt die Angel hin und ihr werdet sehen, er wird kommen. Ne, wie gesagt, haut ihr einfach raus. Ja, bapp. Also jetzt eine genaue Weite möchte ich euch gar nicht unbedingt vorgeben. Probiert es. Ich habe jetzt beim, also ich würde vielleicht sogar auch schon, bei 28 war ich meistens immer. Ja. Ich will euch da jetzt auch nicht so richtig viel, ja, ans Ohr quatschen, sage ich jetzt mal, weil ihr müsst einfach testen. Er befindet sich auf jeden Fall jetzt in diesem Bereich hier und da werdet ihr fängig. Ich habe 40 Minuten benötigt dafür, beim zweiten Mal. Beim ersten Mal ging es auch relativ flott, aber wie gesagt, ist alles möglich. Ich kann euch nur sagen, er nimmt Fahrt auf. Ihr könnt, wenn ihr die Möglichkeit habt, direkt hier einfach komplett langlaufen. Ne? Hier langlaufen und meistens befindet er sich dann nachher hier hinten. Und hier in dem Bereich, also bis hier kommt ihr ja circa, ja, bis da, wo meine Angelspitze ist, bis dahin kommt ihr ja ungefähr und dann zieht ihr den ran. Ansonsten, wenn ihr hier hinten nachher seid und er zieht in diese Richtung, somit ist er bei mir abgerissen das erste Mal, dann ist vorbei. Dann den kriegt ihr nicht mehr ran. Ja, also es ist wirklich ein riesiges Tier mit über 5 Kilo, ja, und da muss man schon, wenn man auch eine Rolle jetzt hat, die auch nicht ganz so kräftig ist und sowas, muss man auf jeden Fall da auch ein bisschen mit in Bewegung bleiben, das geht sonst gar nicht anders. Im Anschluss zeige ich euch jetzt einmal, wie es schiefgegangen ist, wie es richtig geklappt hat. Ich hoffe, die Tipps haben erstmal was gebracht und ich wünsche euch ganz viel Vergnügen. Haut unter den Kommentaren drunter, wie euch das so ergangen ist, wie oft ihr gebraucht habt, ob ihr ja schon geschafft habt. Und wenn nicht, dann stehe ich euch in YouTube gerne zur Verfügung, aber auch gerne in Twitch. Ich habe meine Links unter dem Video und schaut gerne vorbei. Und ich zeige euch jetzt im Anschluss gerne mal, wie es gelaufen ist. Bis dahin.
Komm hierher. Komm wieder zurück. Komm hierher. Ein Stück näher. Komm hierher. Oh nein, 65 Meter. Nein, 70, 72. Außer die Sirene, außer die Sirene ballert durch, aber das wäre jetzt ärgerlich. Den habe ich. Oh, geil. Ich habe ihn, Leute. Und was für ein hübsches Exemplar. Was für ein hübsches Exemplar, oder was?